Hey, hallo, freundlicher Riese, was machst denn du da? Du schwimmst mit einem coolen Reifen. Aber du schwimmst ja eben komplett seichten. Willst du nicht lieber ein bisschen ins Tiefere schwimmen? Wo vielleicht sogar noch sitzen kannst oder mindestens noch stehen kannst. Aber wo es halt nicht so seicht ist. Da war es spannend, dir zuzuschauen. Weil da ist es so seicht, da kommst du fast gar nicht vom Fleck mit dem Reifen. Ja, was du noch sitzen kannst, gehst du einfach hin. Es darf halt nur nicht so seicht sein. Die Oma kann mit dem freundlichen Riesen gut umgehen, hä? Jop, so ist es. Beilaber und gehen wir mal bauen. Spinnst du, Manu? Wir können ja jetzt so da reinhupfen und bauen, gell? Warum denn eigentlich nicht? Hast du Angst vor ein bisschen Wasser? Sei einfach still, Antibeno. Sag doch ein Wort, du uralter Dadel, und ich kratze dir deinen Mantel herunter. Ich habe mich nicht mal mit euch verbünden wollen. Ich hätte das auch nie im Leben getan. Wir würden jetzt nicht hier festsitzen. Und das ist wahrscheinlich eh wieder nur euer absichtliches Werk. Also. Ja, unser absichtliches Werk. Wir werden freiwillig behaupten, dass wir nicht wissen, wo wir hier sind, noch wie wir hier wieder wegkommen. Nur damit wir dich ärgern können, oder was? Das kann man von euch jederzeit erwarten. Jetzt geh einfach in Ruhe, du weißer Wicht, du. Höflacher Parade. Der Geist? Hallo Geist, wie geht's dir so? Mir geht's gut. Ich wollte nur hierher kommen, um euch etwas zu sagen. Ich weiß, wo ihr hier seid. Wo? Ihr seid im gigantischen Bernbacher Schlossbad. Moment, was soll das sein? Wie man so schön sagt, da hinten ist das Schloss und hier ist das Bad. Also das Schlossbad. Und wie soll mir da herkommen? Tja, das war irgendeine Art Portal. Das ist unerklärlich. Aber hin und wieder tauchen auf der ganzen Welt Portale auf, durch die man in andere Gebiete gelangt. Also sind wir tatsächlich immer noch auf der Katzenwelt? Na klar doch. Nur eben bei einem anderen Gebiet. Und der freundliche Riese ist wohl auch da, hä? Hat er sich auf diesem Reifen gemütlich gemacht. Das stimmt, lieber Freund. Oma, ich will bauen, gell? Sanu, nicht ne... Sanu! Oma! Oma! Sanu! Irgendwer muss in Sanu helfen. Sanu! Der freundliche Riese hat ihn. Gut, danke, freundlicher Riese. Jetzt hätte ich das saufen können. Ich hätte zuvor nicht einhupfen sollen. Manche Leute nennen dieses Bad auch das Bierbad. Bier? Hab ich Bier gehört? Bier? Eine mit mir! Oh! Das ist Betrug, das ist ja gar kein Bier. Sandra, abreißen zur Kasse bitte. Sandra, abreißen bitte. Was ist denn jetzt los? Ach, was ist passiert? Ja, irgendwie wurden wir weggespült. Na, Waldraub Bertel, geht's euch gut? Uns geht's gut, Geist. Aber der Korn! Korn!
Ich muss den Karl leiten. Halt durch, Karl. Ich hab dir. Wow. Das war eine sau dumme Idee von mir, da reinzuhupfen. Vor allem, weil das hier betrug ist. Das ist gar kein Bierboot. Das ist normales, ekliges Wasser. Mag ja sein. Aber Karl, du hättest auf mich hören sollen. Ich hab's dir schon so oft gesagt, du sollst nicht immer gleich, wenn's Bier oder Schokolade hörst, dorthin rennen. Okay, aber ich geh trotzdem nochmal. Na, weil ich bohren will. Hui! Na, Karl, das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Jo, ich kann schwimmen, Ja, da frisst er sogar uns voll an. Gib eine Ruhe an, Tivenom. Jo, ich kann schwimmen, Mibel. Na, lass mich. Ich will schwimmen. Na, das lass ich mich nicht bieten. Ich geh jetzt schwimmen. Nein. Doch. Nein, da ist Sperre. Na und, aber da ist keine Sperre. Da geht. Und jetzt bleibst du da. Fertig. Okay. Tschüss, sag ich ja. Auf nimmer Wiedersehen. Karl, was bierst du auf? Lass mich Ruhe. Ich will bohren. Nein, ich will bohren. Das ist unfair. Ich will bohren. Karl, was wollt ihr ein? Du sollst nicht bohren, gell? Ich geh aber bohren. Was soll das, freundlicher Riese? Karl, du bist so ein Trautl. Danke für das Kompliment, Walter. Das war kein Kompliment, sondern eine Beleidigung. Und zwar im wahrsten Wortsinne, weil du bist wirklich ein Trautl. Du kannst dich nicht einfach so immer bohren gehen. Und wenn du dich jetzt noch weiter hier so benimmst, dann kommst du ins Haus halt auch nicht mehr rein. Na gut. Waldfrau, dann geh ich halt nie mehr bohren. Weil ich will noch mal ins Haus. Ja, ich geh noch mal bohren. Na schon wieder der Sano. Keine Sorge, Oma, er ist nicht ganz berammt. Spring runter, Manu. Ich hol mit der Pferdekutsche. Hui! Spring auf, Sano. Bella. No. Oh. Auf mit dem Pferd. Sano, alles in Ordnung. Es geht mir so weit gut, Bella. Sano, ich glaube, du bist ähnlich wie der Karl. Du musst immer viel zu voreilig ins Wasser springen. Ja, das stimmt schon. Aber das Wasser schaut halt auch so schön verlockend aus. Stimmt. Ja, schaut wirklich. Ja, und wenn er für dich so verlockend aussieht, dann geh doch gleich selber baden, du alter Opa. Hey, das ist unfair. Was zur Hölle hast du mit mir vor? Hä? Aua, das war unfair. Das wird doch viel unfairer für dich laufen, du alter Tadel, du. Anti-Venom, das lass ich mich nicht bieten. Oh. Aua, du weißer Kugelhopf, du. Na, ich lasse mir das von euch sicher nicht bieten, ihr Ungeheuer. Hilfe! Warum fliegst du nicht gleich selber mit deiner Kraft zurück, außer sauberer Theresius? Oh, richtig. Danke für den Hinweis. Jap, so gehört sich das. Ja. Jetzt geh ich noch einmal bohren. Na, komm.
Du bleibst da. Kort. Okay, jetzt ist der Korn extra weit ein. Freundlicher Wiese! Wir brauchen deine Hilfe! Der freundliche Riese kommt nicht. Ich erledige das, Oma. So. Ich habe den Korn gerettet. Gerettet, verflucht hast du mir! Du, ich wollte ja baden gehen. Kannst du denn mal baden gehen? Ja. Ich will, gibt's bei mir nicht Korn. Oma, vielleicht war es gut, wenn wir mal irgendein Schiff mit hätten. Dann kann man jetzt damit schön da um mich fahren. Das stimmt allerdings, Manu. Müssen wir nächstes Mal denken. Ihr habt's wirklich vor, da nochmal herzukommen? Naja, wenn wir weg, wenn wir genau wissen, ob der Weltraum leicht oder schwer ist, dann können wir einschätzen, ob wir nochmal herkommen können oder nicht, oder? Das stimmt. Ja, das stimmt. Na, von mir aus, glaubt, was ihr wollt, aber ich stimme weder zu noch spreche ich dagegen. Ich stimme neutral. Nun? Schau! Anti-Venno, du Dummkopf! Oh, Masano! Guter freundlicher Riese ist wieder da. Und der Anti-Venno, du Dugelhupf drum! Ja, noch ein Wort und ich kratz dir den Helm vom Kopf, Junge! Ich bin der Einzige, der noch nicht nass ist. Die Elina ist auch noch nicht nass. Stimmt, komm Susi, wir gehen bauen. Ach, verdammt. Jetzt ist auch Elina noch baden gegangen. Fehlt noch, dass Bertel noch baden geht. Und dann T-Venom. Und Bella, dann wollen alle baden. Ich kümmere mich schon darum. Ist alles in Ordnung. Alter, wieso hopft sie jetzt auf einmal alle da rein? Was ist denn euch gefahren? Keine Ahnung, Oma. Irgendwas stimmt nicht. Was meinst du? Naja. Das Wasser ist so schön. Ich hätte einfach so gerne mal Baum gehen. Am besten die Bella übernimmt das. Bella mit dem Pferd. Gern, Oma. Übernimmt es. Jetzt ist die Bella noch Baum gegangen. Ich hab dir. Und da fällt nur noch, dass der Bertel und der Anti-Venno ins Wasser fallen. Da sind alle nass. Und hoffentlich fällt der weiße Fulltrottel jetzt einmal da rein. Nehmt mich noch einmal einen weißen Fulltrottel und ich steck euch alle mit der Nase voraus ins Wasser. Glaub, wir sind ja nicht Wasserschein im Gegensatz zu dir, du weißer Gugelhupf. Pass auf, was du sagst, Bursche. Ich wusste, dass man euch nicht trauen kann. Unehrlicher Idiot. Du bist unehrlich. Wir sind nämlich im Gegensatz zu dir keine schrecklichen Monster. Ein schreckliches Monster. So siehst du mich. Ich sehe mich selbst nur als einen genialen Schurken. Ich sehe dich als einen genialsten, dummen Schurken. Verstanden? Du glaubst, nur weil du immer die besten Sprüche drauf hast, kannst du überall durch und jeden deiner Feinde bezwingen. So ist das nicht. Glaub mir. Das glaub ich nicht. Was heißt, ich glaub das nicht? Ich weiß, dass es nicht so ist. Wieso soll es auch so sein? Das war dir viel zu einfach.
Wieso soll was einfach sein, wenn es auch schwer sein kann? Dann ist es selbstverständlich schwer. Ja. Junge, Junge, Junge. Oh! Junge. Bella, ich würde sagen, schnapp das Pferd und dann fahren wir zwei zum. Dann gehen wir zwei zum mal los. Okay. Oh, shit! Siehst du, das hast du davon schon Allergie. Allergie an Schnupfen habe ich. Ganz einen grauslichen Schnupfen. Aschi! Schnupfen! Schon verstanden. Wo genau geht's denn jetzt hin? Wir erforschen jetzt da einmal das Gebiet. Oder Bella? Ja, was machen wir? Passt. Komm, lass uns gehen. Ich meine, lass uns gehen. Und ihr wartet da, okay?